Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Silvester 2015-16. Wir alle erinnern uns noch an die Übergriffe und Verbrechen der Gäste von Merkel auf der Kölner Domplatte, aber auch woanders. Und wir erinnern uns auch an die lange Zeitdauer, bis darüber in den Medien berichtet wurde. Der Bericht der Medien kam erst auf den Druck der sozialen Medien, sprich der Fernsehens aus den sozialen Medien, so unter Druck gekommen, dass dann plötzlich ein paar Tage später die Berichte explosionsartig dann erfolgten. Und analog verhält sich auch zum globalen Pakt für Migration. Der Migrationspakt wurde lange nicht berichtet, über den wurde lange nicht berichtet. Und es ist den sozialen Medien und vor allem der AfD zu verdanken, dass hier die Berichte und die Behandlung überhaupt erfolgte. Denn Frau Özegür, Sie haben gesagt, am 19. April wurde das im Bundestag debattiert. Ja, nur auf Antrag der AfD. Auch in dem Falle am 8.11. nur auf Antrag der AfD. Und die gesamte parlamentarische Aufgabe, hier sich mit dem zu befassen, ist nur der AfD zu verdanken. Wenn gestern Herr Maas an dieser Stelle sagte, er hätte die Öffentlichkeit über den Migrationspakt informiert, dann ist das vergleichbar einem Trickbetrüger, der bei seiner Verhaftung sagt, er hat so viele Spuren hinterlassen, dass man ihn erwischen müsste. Das ist in dem Falle schlicht und ergreifend ein Problem, was der Herr Maas gesagt hat. Er hat gestern auch noch mal erwähnt, er hätte hier eine Einladung durchgeführt, einen AfD-Abgeordneten. Meine Damen und Herren, er hat damit meine Recherche als in dem Falle sein Verdienst dargestellt. Meine Damen und Herren, ich habe beim Auswärtigen Amt nachgefragt und habe nach Termin gebeten. A, bei der politischen Abteilung, B, bei der juristischen Abteilung. Und wir haben bei diesen Terminen genau festgestellt, wie wackelig die Positionen des Auswärtigen Amts sind. Im Übrigen, meine Damen und Herren von der Union, Sie haben das dann auch festgestellt. Deswegen Ihr Entschließungsantrag, der die Position, den Sie gestern eingebracht haben, etwas mildern sollte. Mildern sollte, aber nicht wirklich beheben. Und Herr Maas hatte noch gesagt, dass dieser Termin keinen Erfolg gehabt hätte. Oh doch, er hat einen großen Erfolg gehabt. Wir haben in dem Falle das, was wir dort erkannt haben, auch wiederum in die Medien reingebracht. Und Sie sehen es ja, die Berichterstattung ist entsprechend. Und hier das Thema interessiert die Bevölkerung. Es hat Sie nicht interessiert, aber die Bevölkerung, die hat das in dem Falle definitiv am Herzen. Schauen Sie sich die Anzahl der Berichterstattung an, der Petitionen, die jetzt eingegangen sind, der Anzahl der Mitzeichner. Wenn Sie allein das zugrunde legen, dann sehen Sie, was hier passiert. Und die fehlende Kommunikation, alleine schon die fehlende Kommunikation über diesen Pakt der Bundesregierung, die fehlende Kommunikation durch das Auswärtige Amt, durch Herrn Maas, der jetzt nicht da ist, ist schon allein ein Skandal für sich. Aber jetzt sehen wir doch, was danach noch folgt. Es folgt in dem Falle, Herr Frey, Sie haben gesagt, es gibt drei Debatten über das gleiche Thema in dieser Woche. Nein, das folgt in dem Falle im Windschatten des globalen Pakts für Migration, der globale Pakt für Flüchtlinge. Und über den wird genauso wenig auch in dem Falle informiert und debattiert. Meine Damen und Herren, Sie versuchen das ja auch in dem Fall von Union, diese Debatte möglichst ans Ende der gesamten Diskussion in diesem Tage heute zu setzen, um möglicherweise das Ganze noch komplett zu verschieben. Diese Vorgehensweise, die Bevölkerung nicht zu informieren, den Bundestag nicht einzubeziehen und jetzt nur auf letzte Minute noch eine Quasi-Regelung herbeizuführen, die wirklich keine ist, das ist ein Versagen der Bundesregierung und das ist ein Versagen Ihrerseits der Altparteien. Und Sie merken es auch entsprechend der Emotionen in der Reaktion. Das sehen Sie auch in dem Fall als wirkliches Problem an, Frau Özegür, denn Sie haben sie in dem Fall überhaupt nicht aufgegriffen gehabt. Übrigens leider auch nicht seitens der Kollegen der Union. Und dieser in dem Fall jetzt gestern erfolgte Regelung, ich kann es nur sagen, sie hat international, Herr Frey, keinerlei Relevanz. Hier muss, und deswegen auf unseren Antrag zu kommen, und deswegen als Hilfestellung für Sie, eine ganz klare Erklärung, Protokollerklärung hinzugefügt werden als Permanent bzw. Persistence Objector. Wir bitten hier dringend im Interesse unseres Landes um Zustimmung. Herzlichen Dank. Werden Sie Fan unserer Seite. Gefällt mir klicken. Abonnieren Sie uns. Nicht vergessen, im Newsfeed als erstes anzeigen lassen.